Alle sprechen jetzt von einem ganz klugen Schachzug von Putin. Wie beurteilen Sie diesen Rücktritt der russischen Regierung? Nun, die Regierung hat in der Bevölkerung in den letzten Monaten, vor allem seit der Pensionsreform im Frühjahr 2018, sehr stark an Zustimmung verloren. Und nicht nur die Regierung insgesamt, sondern insbesondere auch der Regierungschef Dmitri Medvedev. Das wirtschaftliche Wachstum in Russland war letztes Jahr unter allen Erwartungen geblieben. Nur 1,1% ist die Wirtschaft gewachsen. Das verfügbare Haushaltseinkommen in Russland wächst seit vielen Jahren nicht. Investitionen, versprochene Investitionen in den Gesundheits- und Bildungssektor sind ausgeblieben. Also die Regierung hat in den Augen der Bürger und Bürgerinnen Russlands versagt. Und gerade heute ist eben Wladimir Putin angetreten in seiner Ansprache an die beiden Kammern des Parlaments mit neuen Versprechungen, was die Familienpolitik, was die Gesundheitspolitik, was die Sozialpolitik insgesamt betrifft. Und diese Neuankündigung, die Putin heute gemacht hat und die er schon in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht hat, ohne dass sich etwas gebessert hätte, wäre nicht glaubwürdig gewesen, wenn er nicht gleichzeitig am selben Tag die Regierung zur Verantwortung gezogen hätte und an die Bevölkerung signalisiert, ich habe euch heute etwas versprochen und durchsetzen wird es eine völlig neue Regierung. Aber inwiefern glauben Sie, ist das ein Schachzug, um auch seine Machtposition zu stärken? Im Augenblick glaube ich nicht, dass man das mit der Nachfolge Wladimir Putins 2024 in Verbindung bringen kann. Ich glaube, es ist eine Reaktion auf die niedrigere Zustimmung zu Wladimir Putin aufgrund der schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Lage und der gänzlichen Unpopularität der Regierung und wirklich einer sehr miserablen Situation, vor allem im Gesundheitssektor des Landes. Also ich glaube, es ist ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit, es ist ein Stück weit Glaubwürdigkeitsarbeit von Wladimir Putin gegenüber der eigenen Bevölkerung mit neuen unverbrauchten Leuten, vor allem mit einem neuen unverbrauchten Ministerpräsidenten anzufangen. Anders steht es um die heute in der Ansprache vor dem Parlament angekündigten Verfassungsreform. Die hat sehr wohl etwas mit 2024 und der Zukunft von Wladimir Putins nach 2024 zu tun. Weil das bedeutet ja mehr Macht fürs Parlament und wenn Putin dann Ministerpräsident ist, hat er mehr Befugnisse. Es ist so, dass im Augenblick nach der Verfassung von 1993 die Regierung wesentlich schwächer ist als der Präsident. Der Präsident kann die Regierung jederzeit entlassen. Er kann alle Verordnungen der Regierung aufheben und viele Ministerien, nämlich die wichtigen Ministerien der Regierung, Verteidigung, Inneres, Äußeres, Justiz, die Geheimdienste sind direkt dem Präsidenten unterstellt und nicht dem Ministerpräsidenten. Wenn jetzt eine solche Verfassungsreform kommt, die den Präsidenten schwächt und die den Regierungschef stärkt und das Parlament aufwertet, wäre das eine hervorragende Ausgangsposition für die Übernahme des Amtes des Regierungschefs durch Wladimir Putin 2024 oder vielleicht schon einige Monate früher. Seine Amtszeit läuft ja im Mai 2024 aus und im März 2024 müssen Neuwahlen durchgeführt werden.